Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir wieder eine Bau-Challenge und zwar machen wir die Jeder Raum hat ein anderes Budget-Challenge. Genau, wir haben einen Zufallsgenerator und da schauen wir, wie viel Budget wir für jeden Raum überhaben. Ich würde sagen, let's go. Wir sind jetzt hier in Newcrest, glaube ich, und wir sind hier bei diesem schönen Haus, das wir jetzt einrichten werden. Wir haben hier den Eingangsbereich, hier würde ich sagen, machen wir so einen Essraum. Hier haben wir dann die Küche oder machen hier die Küche und hier das Esszimmer. Dann haben wir ein Wohnzimmer, ein Badezimmer und ein Schlafzimmer. Genau. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich mal mit dem Badezimmer. Fangen wir mit dem kleinsten an und wir schauen mal, was denn der Zufallsgenerator sagt. Ich habe eine Zufallszahl zwischen 10 und 10.000 eingegeben und hier sieht man dann, welches Budget wir haben, ne? Aber vorher muss ich noch eine Familie einziehen lassen, weil sonst hat das alles keinen Sinn. Okay, also hier haben wir die gute Sascha Snow und sie hat sich dieses Haus gekauft und ja, wir gucken auf jeden Fall jetzt mal, was wir denn fürs Badezimmer bekommen. Ich drücke mal und okay, 1891 Simoleons. Das hört sich mal gar nicht so blöd an. 1000, wie viel? 891. Okidoki, dann haben wir das jetzt auf unserem Konto und damit können wir jetzt dieses Badezimmer einrichten. Wir brauchen natürlich auch noch Fliesen und Licht und sowas, aber let's go. Ich glaube, das geht sich aus. Das ist doch easy peasy, sage ich jetzt noch wahrscheinlich. So, als allererster brauchen wir mal ein Licht. Okay, ich glaube, Sascha ist so, ja, beige, weiß. Glaube ich, mag sie gerne nach ihrem Outfit. Dann werden wir ihr Haus auch so einrichten, falls es uns irgendwie möglich ist. Wir schauen jetzt mal hier nach Fliesen. Oh, das ist aber auch gut. Guck mal, mit Gold. Die sind von berühmt. Gibt es da Wandfliesen auch dazu? Oder wir nehmen da einfach weiße. Oh, nee, vielleicht so. Nee, da gibt es wieder nicht die passenden Wandfliesen dazu. Deswegen suchen wir uns auch nochmal einen anderen Boden. Der ist auch cool. Sisi. Aber ihr habt mal gesagt, euch ist es egal, ob ich Sisi nehme oder nicht. Der war auch cool. Ja, ich glaube, wir nehmen so einen groben Steinboden. Finde ich toll. Und jetzt gucken wir mal nach einer Dusche. Und oh, da leuchtet schon rot. Wie viel kostet die? 500. Okay, eine Toilette kostet 250. Okay, platzieren wir mal. Dann Dusche. Ich möchte eigentlich schon diese Dusche. Oh, ich glaube, die können wir uns nicht leisten. Ne? Dann müssen wir diese Dusche nehmen. Ja, komm. Es ist weniger als gedacht, aber wir werden das schon schaffen. Wir haben zumindest auch eine Badewanne. Aber die gefällt mir nicht. Ja, aber die müssen wir nehmen. Ach Mensch, Leute, jetzt haben wir nur noch 112 Simoleons, aber wir haben noch keine Deko. Das ist doch easy peasy. Der kostet 80 Simoleons. 50 für eine Klopapierhalterung. Mensch. Waren die Fliesen so teuer? 12. Die würden 9 kosten. Ja, okay, ich glaube, wir müssen uns Fliesen um 4 Simoleons so aussuchen. Also, die waren ein bisschen teuer, glaube ich. Die würden auch gehen. Guck mal. Die sind auch so beige. Bei den Wandfliesen haben wir wahrscheinlich auch die teuersten genommen. 7. Oh mein Gott. Aber das sind halt auch die schönsten. Ja, dann nehmen wir die. Dann sind die da oben auch noch so ein bisschen beige. Recht viel hat sich das jetzt auch nicht gebracht, aber naja. Dann schauen wir, ob wir noch ein bisschen dekorieren können. Eine Pflanze noch, das macht auch alles immer gleich besser. Oh, was habe ich denn hier? Schick. Ah ja, ich habe ja neues Sisi runtergeladen. Ach, toll. Komm, ihr habt gesagt, Sisi kann ich nehmen. Wie viel kostet das? 25. Easy. Hängen wir uns hier jetzt über die Badewanne. Ach, ist das toll. Okay, Leute, wir haben noch 12 Simoleons. Was bekommen wir noch für 12 Simoleons? Eine Klopapierrolle. Guckt, die stellen wir hier so hin. Und da haben wir noch 2 Simoleons. Und 2 Simoleons können wir uns hier noch Shampoo hinstellen. Ich möchte das einmal hier hinten hinstellen. Süß! Ja, ich finde es ganz niedlich. Sisi hat ein bisschen den Purpose gerettet, aber ja, mehr war jetzt auch nicht mehr drinnen. Wir haben wirklich nur noch 0 Simoleons, also nur noch, wir haben einfach kein Geld mehr. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt auch gleich weiter. Machen wir die Küche. Ich glaube, die Küche machen wir hier so hin mit einer schönen Kochinsel. Mal schauen, wie viel Geld wir bekommen für die Küche. Ich bin gespannt. Okay, let's go. Oh, 6291. Hört sich jetzt wieder viel an, ist es aber wahrscheinlich nicht. Ja, let's go. 6291 ist off the bank. Und ja, wir machen uns jetzt hier eine richtig schöne Küche. So, Boden würde ich sagen, da müssen wir jetzt den Eingangsbereich auch mitmachen. Aber ich glaube, da würden wir jetzt einfach Holzboden legen. Müssen wir wieder irgendeinen hier um 4 Simoleons nehmen.
Boah, die gefallen mir irgendwie alle nicht. Was mache ich denn jetzt? Die sind alle nicht schön. Ja, ist klar, ne? Die sind wieder teuer. Nee, das können wir uns nicht leisten. Ja, vielleicht nehmen wir den oder halt den. Na komm, wir nehmen den. Ja, passt schon die Farbe. Okidoki. Eine Wandfarbe brauchen wir auch noch. Natürlich wird das aber auch einfach hier weiß streichen. Ist ja auch jetzt ein bisschen unfair, weil wir den Eingangsbereich jetzt hier auch mit streichen müssen. Dann schauen wir mal nach Küchenblöcken. Was wir uns leisten können. Wahrscheinlich nicht viel. Ich würde jetzt tatsächlich auch diese nehmen. Oder die wären schön. Können wir uns die leisten? Ach komm, no risk, no fun. Das probier mal. So geht das nämlich. Chuck, chuck, chuck. Dann hier ein Kühlschrank. Dann nehmen wir auch diesen schön hier in weiß. Genau, und dann gibt es nämlich hier eine fette Kochinsel. So nämlich. Oh mein Gott, 1877 nur noch. Oh, nein. Ich wollte doch noch so schöne Oberschränke. Das wird schon schön aussehen, aber jetzt haben wir kein Geld mehr. Aber brauchen wir auch noch eins? Ist das die richtige Farbe? Ich glaube ja. Hey, das wird voll toll aussehen. Aber es ist so teuer. Warum ist es so teuer? Oh mein Gott, wir haben noch nicht mal einen Herd. Ah, ich möchte diese Küche so haben. Scheiße. Nee, Mann. Der Kühlschrank, wie viel kostet der? 2000? Warte mal, dann nehmen wir da einfach den günstigen. Nee, der gefällt mir aber nicht. Ja, aber es hilft nichts. So, okay. Somit haben wir noch ein bisschen mehr Geld. Oder wir nehmen... Warte mal. Komm, ein Zizi-Kühlschrank. Cool. Ja, sieht halt das hier kacke aus. Das hätte mit den anderen viel besser gepasst. Okay, Waschbecken. Ja, okay, da können wir ja so ein günstiges nehmen. Das ist ja kein Problem. Machen wir hier so hin und hier kommt dann das Terranfeld rein. Super. Und somit haben wir auch noch ein bisschen Geld zum Dekorieren. Perfekt, was wollen wir denn mehr? Okidoki, ich bin fertig. Wir haben noch 5 Simoleons auf dem Konto, aber ich finde jetzt nichts mehr um 5 Simoleons. Ich habe ein bisschen Zizi benutzt, aber ich finde es einfach richtig, richtig toll. Es ist mal was anderes und ich habe auch mit diesem Budget den Eingangsbereich so ein bisschen mitgemacht. Also so eine Kommode, ein Spiegel, ja, dass es auch ein bisschen mundig aussieht, aber ich liebe es. Also es sieht wirklich toll aus und dieses Set ist auch echt toll. Okay, weiter geht's dann hier mit dem Essbereich. Wir schauen mal, was wir denn jetzt Budget bekommen. 7136. Das ist richtig viel für ein Esszimmer. 7136 für das Esszimmer, also let's go. Okidoki, 9 Simoleons sind noch über und ja, ich konnte das jetzt nicht mehr ausgeben, weil ich nicht wusste für was. Aber ich finde es richtig schön und auch sehr gemütlich. Es sollte ja auch alles ein bisschen modern und schlicht sein, weil ich einfach glaube, dass sie so ist, die hier eben einzieht. Ja, ich glaube, sie mag auch gerne so Hängepflanzen und generell Pflanzen. Das ist auf jeden Fall richtig süß. Und wir gehen jetzt auch gleich über zum Wohnzimmer. Und ich bin mir jetzt schon sicher, dass wir da wahrscheinlich ganz wenig Geld bekommen. Aber wir gucken mal. Und, jetzt drücke ich aber nochmal. Okay. 7842, das ist auch wieder richtig viel. So, 7842, let's go. Hier ist eigentlich eher die Challenge, das Geld auszugeben, als, ja, nicht auszukommen. Ich glaube, bei dem Boden bleiben wir uns treu. Da nehmen wir auch wieder denselben, weil der ist auch richtig toll einfach. Wandfarbe auch. Okay, dann gucken wir mal nach einer Couch. Ich könnte hier jetzt aber auch alles mal in Zizi einrichten. Hier benutze ich jetzt mal das neue Set. Ich werde euch das dann... Finde ich das nochmal? Also falls ich es nochmal finde, werde ich euch das in die Videobeschreibung packen, wo ihr das denn runterladet. Also ein Link, wo ihr dann draufdrückt, wo ihr das Set dann findet. Wie gesagt, ich hoffe, ich finde das nochmal. Aber ich glaube schon. Okay, dann richte ich das Wohnzimmer jetzt mal nach mit diesem Set hier ein. Okidoki, ich bin fertig mit dem Wohnzimmer und es ist mein liebster Raum natürlich. Es ist alles Zizi und ich finde es richtig schön. Also super gemütlich. Wir haben noch 45 Simoleons über, aber ich wusste jetzt nicht mehr, was wir uns davon jetzt noch holen sollten. Ja, richtig tolles Set. Wie gesagt, ich gucke, ob ich euch das in die Videobeschreibung packen kann. Ja, bekommen wir schon irgendwie hin. Richtig toll. Dann haben wir noch ein Zimmer und das ist das Schlafzimmer und wir gucken jetzt mal, was wir da jetzt für ein Budget bekommen. 6677. Okay, easy peasy. Also es wird auch ein Schlafzimmer von diesem Set geben, ne? Wir schauen mal. Ich meine, guckt euch mal dieses Kleinkinderbettchen an. Ist es nicht süß? Ich lieb's. Toll einfach nur. Okidoki, ich bin fertig mit dem Schlafzimmer und ich finde das ganze Haus eigentlich, ja, sehr stimmig und es passt auch sehr gut zu, wie heißt du nochmal? Sascha.
Auch ein richtig cooler Name. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, ihr wird es auch gefallen. Also mir wird schon gefallen, wenn ich hier einziehen könnte. Aber es war mehr die Challenge, das Geld auszugeben, als irgendwie so hasseln, dass wir das halt mit dem Geld zusammenbekommen. Ich hatte, wie gesagt, immer mehr Mühe, das ganze Geld irgendwie auf den Kopf zu hauen, außer beim Badezimmer. Da hätte es ein bisschen mehr sein können. Ja, ich finde es richtig toll. Wie gesagt, das Sisi-Paket, das schaue ich, dass ich euch noch in die Videobeschreibung packe, falls ich das denn finde. Und ja, falls ihr sonstige die Ideen habt für irgendwelche Bau-Challenges, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich diese Challenge auch nochmal und setze das irgendwie zwischen 1 und 5000 Simoleons, das wirklich ein bisschen schwieriger ist. Aber ich finde, es hat jetzt so auch ganz gut gepasst, weil ich, wie gesagt, ja gucken musste, dass ich eben das Geld ausgebe, was wir haben. Was auch nicht so leicht ist manchmal. Naja. Ja, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt zu Bau-Challenges, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Da würde ich mich riesig freuen. Und ich wünsche euch dann jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!